Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für mich eine besondere Ehre, dass ich hier in dem erlesenen Kreis zu Gast sein darf. Zumal seine königliche Hoheit hier vor Ort ist. Zwei Präsidenten haben wir hier vor Ort, Herrn Michael George und den Präsidenten vom Zuchtverband. Ich selber bin seit Jahren hier aktiver Richter und in ganz frühen Jahren durfte ich hier auch mal als aktiver Fahrer an diesem Turnier teilnehmen, in einer Einspannerprüfung. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ein Reiter, ein Fahrer so denkt, wenn er hier an den Start geht. Und das möchte ich jetzt mal vortragen. Reite ich am Morgen in Rastede im Schlosspark zum Tore hinaus, schlägt höher mein Herz in der Brust. Mein Mädchen schaut lachend zum Transporter hinaus, o Leben, du bist eine Lust. Die Füße im Bügel, es glänzet der Zaum, ich halte die Zügel, durchschwebe den Raum. Die Hufe, sie schlagen im Takt, liebes Kind, die Mähne wird lustig der Wind. Und reite ich durch den Schlosspark und durch den Wald und ziehe des Weges meine Spur, des Pferdes Galopp von fern widerhallt in Gottes so freier Natur. Das Glück dieser Erde, könnte es anders auch sein, auf dem Rücken der Pferde, da stellt es sich ein. Es gibt für mich nichts Schöneres auf dieser Erde als ein Ritt im Schlosspark zu Pferd. Und hänge ich den Sattel, der einst an die Wand, das Saumzeug, die Gerte dazu und spüre, was mich eng mit dem Pferde verband, war Treue und Freundschaft auf Du. Vergehen auch die Jahre, bleibt eins doch bestehen. Ein Turnier im Rastäder Schlosspark war wunderschön. Und dafür danke ich.